Hi, ich bin's, David, der Doktorand. Zurzeit liegt die eigentliche Arbeit an meiner Dissertation bzw. dem Exposé, das ich gerade schreibe, ein bisschen brach. Das hat den Grund, dass ich mich derzeit auf andere Dinge konzentriere, die auch getan werden wollen und die ich auch sehr gerne mache. Also ich betrachte das im Moment zumindest nicht als irgendwie ja, schlecht oder hinderlich, sondern es geht darum, dass ich meine Lehrveranstaltung, die ich dieses Wintersemester das erste Mal gehalten habe, derzeit umstrukturiere in einen sogenannten Flipped Classroom. Das bedeutet, dass die Studierenden die Lerninhalte zu Hause in Form von kurzen Lehrvideos und anderen Inputs, die online stattfinden, aufnehmen und wir die Präsenzzeit, also die Zeit, wo die Studierenden zu mir in den Seminarraum kommen, tatsächlich dazu nutzen, uns aktiv mit der Materie auseinanderzusetzen. In meinem Seminar, wo es darum geht, Präsentationstechniken und Tools in Form von Hard- und Software ja, zu erproben, zu erkunden, kennenzulernen und zu bewerten, wird es tatsächlich ein Stück weit ja, explorativ, tatsächlich spielerisch vonstatten gehen, sodass wir Tools ausprobieren, die man vielleicht noch nicht kennt, dass man von Tools berichtet, die sehr unbekannt sind, die man aber selbst gerne einsetzt. Da bin ich also gerade dabei, das zu planen und das nimmt leider sehr viel Zeit in Anspruch. Aber wie gesagt, das ist Zeit, die ich gerne investiere. Ansonsten gibt es derzeit am ZML wahnsinnig viel zu tun, weil unheimlich viele Projekte jetzt so richtig in die heiße Phase kommen. Das heißt, wir produzieren sehr viele Videos. Es gibt dieses Jahr wieder ein ZML-Symposium, bei dem ich wahrscheinlich maßgeblich mit an der Planung und Veranstaltung beteiligt bin. Mehr dazu sicher in einem späteren Video. Nur so viel, es geht um die ja, Digitalisierung des Studiums im Hinblick auf Verwaltung und Lehre. Außerdem wollen natürlich die Beiträge für die Tagungen, also die DGHD und die Informal Learning, vorbereitet werden. Das wird sicher auch einiges an Zeit in Anspruch nehmen, sodass ich echt schauen muss, wie ich hier vorankomme. Außerdem plane ich gerade wieder einen Forschungsantrag zu schreiben über ein ganz anderes Projekt, was sich zwar auch mit Videos auseinandersetzt, allerdings nicht mit den konventionellen Videos wie diesen, die ich hier gerade drehe oder die wir bisher am ZML produziert haben. Mehr dazu sicher in einem späteren Video, wenn ich da ein bisschen schlauer bin und schon was getan habe oder wenn ich da mit den entsprechenden Leuten gesprochen habe, die das auch betrifft. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt im Moment wahnsinnig viel zu tun. Ich komme leider nicht zu all dem, was ich gerade machen möchte und machen sollte. Aber ich melde mich auf jeden Fall wieder, wenn es Neues zu berichten gibt. Bis dahin. Ciao.